Wir machen weiter mit unserer Partie mit Theodora, mit der Kaiserin von Byzanz, mit Matsumen, dem Kunit-Moderator, an meiner Seite auf einem Urzeit-Zufallskartenskript mit einer frisch gegründeten ersten Hauptstadt gegen 5 Gegner, gegen Griechen, gegen Makedonier, gegen Römer, gegen Ägypter und gegen Perser. Und wie gesagt, mit Matze. Hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße an euch alle und viel Spaß. Liebe Grüße an den Twitch-Chat. Ich zeichne auch für YouTube. Danke an King Louis fürs 35. Abo, an Quick fürs 31. An St. Peter fürs 25. Der schreibt, hey WB, ich will ein Rind von dir. Ich hoffe, das hat Gabi nicht gelesen. Ja, kannst du haben. Kriegen wir hin. Und erste Forschung, die wir uns aussuchen. Erster Blick in die zufällig generierten Forschungsbäume. Die ersten drei, die sind immer fix, daran kann man nichts ändern. Tierzucht aufdecken, wissen, wo Pferde sind, könnte ein Vorteil sein. Denn hier dran hängen gleich drei. Ich würde das hier, glaube ich, machen. Ich würde mal rauskriegen wollen, wo Pferde sind, dann entdecken wir auch viel von den anderen auf, Matze. Und Jagdlager brauchen wir ja, wollten wir ohnehin bauen, ne? Genau, da wollen wir auf jeden Fall hin und machen nichts falsch. Genau. Weil da soll auf jeden Fall was hin. Weide hängt da auch mit dran, hier vorne im zweiten Ring und so weiter. Weil die wahrscheinlich oft kaputt gemacht werden würde, hier vorne von einem Vulkan. Wir bauen die allerdings wahrscheinlich doch Minimum einmal. Was bauen wir hier vorne? Wir bauen das Monument, wir bauen einen Speer. Urzeitkartenskript, das ist von der Wasserlandverteilung so Durchschnitt, ne? Dann würde ich mit einem Speer anfangen, Matze. Und dann das Monument. Ja, ich bin gespannt, wie hügelig sich die Karte erweisen wird. Bei uns ist es ja relativ flach, erstaunlicherweise mit den ganzen Sümpfen, aber der Speer wird das schon schaffen. Wir versuchen so mal, wir könnten auch die Produktionspunkte wegnehmen, damit wir schneller einen ersten Bürger haben. So wäre in 8 Runden da, so in 5. Das ist ein Riesenunterschied. Das kriegen wir wahrscheinlich sogar schnell ausgeglichen, die Produktionspunkte, die zuerst fehlen. Wobei, so wäre der Speer in 5 Runden fertig. Wenn wir einen Bonus drauf entdecken, der Reliquie, dann freuen wir uns. Wie doll. Was würdest du machen, Matze? Kann beides begründen. Ich habe dir leider gerade nicht ganz zugehört, lieber WB. Das muss ist sehr ich so Stande gestehen, weil ich gerade die Vorhersage mache im Chat. Mach die weiter, ich denke laut nach. Also, und treffe dann die Entscheidung. Wir machen einmal den Speer hier. Eine Runde weiter hier. Matze macht die Vorhersage und wenn du die fertig hast, lies sie mal vor und bewerbe sie bitte. Und ich spiele mal kurz alleine weiter. Mit denen gehen wir einmal scouten. Laufen auf die andere Flussseite, die bremst uns aus, dann untenrum weiter. In die 4 Runden der Speer da, dann kann Oddkill fürs Geschenkeabo erneuern. Da finde ich sehr freundlich, dass du dich entschlossen hast, hier dabei zu bleiben. Ich weiß nicht, wer dich beschenkt hat, aber danke an den Schenker hier. Ich würde gerne die Flüsse langziehen, damit man auch schon mal rauskriegen, wo man eventuell siedeln könnte. Und ja, Vulkane kann man weit gucken. Jede Menge geothermische Risse, weil viele Vulkane hier und Urzeit. Mhm. Und noch eine Runde weiter. In 2 Runden ist der Speer da. Jetzt kommt der Speer. Wir sind schon in Runde 7 jetzt. Die Zeit verfliegt. Da ist der Renner. Und mit dem, ja, wir haben echt super viel Sumpf. Etemenanke wäre ein Weltwunder, das ziemlich cool wäre für uns. Weltklima hat jetzt schon Stufe 1. Jetzt schon. Matze. Matthias. Matsumen. Ja, hier ist einer. Es rauscht jetzt schon alles, es geht jetzt schon alles den Bach runter hier. Es ist so, im Apokalypse-Modus, dort starten wir immer schon mit der ersten Stufe vom Klimawandel. Und ja, müssen ein bisschen Gas geben, damit wir hier nicht vernichtet werden. Mhm. Ich laufe mal hier unten lang, auch wenn das riskant ist mit ihm. Jetzt geht's mit dem Monument weiter. Noch ein Vulkan. Gibt's in der Nähe interessante Luxusressource und die Kanalwette läuft, Matze, oder? Oder hast du die gerade gestoppt? Ich muss sie leider gerade stoppen, weil ich einen fiesen Schreibfehler gemacht habe, obwohl ich dreimal raufgeschaut habe. Ihr seht, ich muss häufiger dabei sein, damit mir solche Schnitzer nicht mehr passieren. Kommt gleich nochmal. Also wenn rechts der Speer langläuft,
Dann ziehen wir mit dem Krieger vielleicht in den Bogen da oben wieder zurück. Noch ein Vulkan aufgedeckt. Das ist die Siedlerlinse. Da kann man überall gründen, hier unten auch. Das ist die Ressourcenlinse. Eine Runde weiter. Denkt dran, wir spielen auf Naturkatastrophenintensität 4. 4 von 4. Das heißt, auf Schwemmland zu ziehen ist nicht unriskant. Wenn hier eine Überschwemmung stattfindet, dann doof. Ich laufe lieber auf den Hügel, der kann nicht überschwemmt werden, man kann auch weiter gucken dann. Todesmutig stelle ich dir einer direkt neben den Sumpf und denke mir, was soll schon passieren? Der heilige Bulle beschützt uns, wird schon gut gehen, gleich kommt der zweite Bürger in Bull Sankt dazu. Da kommen die ersten Barbaren, toll. Abstimmung läuft, Matze. Die Vorhersage läuft und ihr könnt jetzt sagen, bis wann gründen wir unsere Religion? Bis Runde 25, zwischen Runde 26 und 35, zwischen Runde 36 und 45, zwischen Runde 46 und 55 oder die Ketzer unter euch werden wahrscheinlich die letzte Variante wählen, gar nicht. Echt? Wer dafür stimmt? Es hat Minimum eine Person schon dafür gestimmt. Das ist krass. Kaum habe ich den Krieger neben dem Vulkan hingestellt mit der Bemerkung, der heilige Bulle beschützt uns, es kann ihm nichts passieren. Schon ist er nahezu dem Tode geweiht. Toll, super. Er ist angekokelt, genau. Sehr, sehr viel Schwemmland hier, sehr fruchtbar alles. Hier ist mittlerweile der zweite Bürger drin. Und den packen wir jetzt aber wirklich in den Nahrungspunkt rein oder in den Wissenschaftspunkt. Wir haben 3, da oben würden wir 4 nehmen. So ist der nächste Bürger in 8 Runden da, wir arbeiten mal damit. Grisou, vielen Dank fürs 21. Abo. Und Penhalunke, danke fürs 23. an dich. Ja, hier wird gleich eine Barbarenschwemme kommen. Bleiben wir erstmal hier oben. Bonusdorf. WB hatte ein Näschen. Wasser, Wasser ringsumher und doch kein Tropfen zu trinken. Ein Naturwunder haben wir aufgedeckt. Die Redbarsee oder den Redbarsee gibt uns einen Bonus. Den Redbarsee erscheint als See, bietet Kultur, Gold und Produktion auf den beiden Geländefeldern. Kein Süßwasser, Salzsee hier. Daneben ist es immer gut, heilige Stätten zu bauen. Die bekommen einen Nachbarschaftsbonus von +2. Auf ein Naturwunder, und das ist wichtig für uns für die Gründung einer Religion, Matze, dieses Heureka hier. Absolut, denn mit der Astrologie können wir dann die heiligen Stätten auch errichten und damit können wir große Persönlichkeitspunkte für die Propheten sammeln und dann dem Schritt unserer Religion endlich näher kommen. Habt gerade gesehen, es ist auch aufgedeckt, wo die Astrologie ist. Wir sind prompt den falschen Weg gegangen und müssen unten gleich weiterlaufen. Das Bonusdorf haben wir hier vorne aufgedeckt. Wir haben einen Zeitalterpunkt bekommen. Deshalb, weil wir das Naturwunder gefunden haben und stellen fest, dass wir in 30 Runden frühestens den ersten Zeitalterwechsel haben. Eins weiter. Immer schauen, wo rennt der Späher hin. Noch einmal, das Barbarendorf nicht aufgedeckt. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. Jetzt werden Pferde aufgedeckt auf der Karte und wir können die Geländemodernisierung Jagdlager errichten. Pferde im ersten Ring, Matze. Ist das nicht cool? Nice, richtig gut. Damit können wir dann sie sehr schnell bearbeiten, können eine Weide drauf errichten. Da werden wahrscheinlich nicht nur Pferde drauf weiden. Möglicherweise erbarmt sich auch der heilige Bulle mal zu Besuch zu bekommen. Ja. Wir bekommen Nahrung, Produktion, ganz, ganz cool. Sehr, sehr cool. Weitere Pferde nicht. Also das heißt, auf dem ganzen Teil der Karte, die wir schon aufgedeckt haben, ist ein einziges Pferdevorkommen. Das ist exakt im ersten Ring neben unserer Stadt. Heiliger, wie Leute, nochmal. Es ist eindeutig ein Zeichen. Wir müssen ihm dankbar sein, unsere Dankbarkeit äußern. Das ist die einzige Möglichkeit, dass sich solche Wunder immer und immer wieder ereignen. Denn ein Zufall kann das nicht sein. Frage in Chat. Das ist das einzige Pferdevorkommen hier spawnt. Ein Feld neben unserer Stadt.
Zufall oder göttliche Führung. Ganz schnell Fügung. Fügung und Führung durch den Heiligen Bullen. Ganz schnell euer Feedback. Ist das ein Zufall oder ein Wunder? Zufall oder Wunder? Was ist das? Es ist ein Omen. Ein göttlicher Zufall. Preise den Bullen. Was für eine Kuh mit Pferden. Ich merke schon, der ein oder andere Ketzer, den können wir uns schon mal merken, Matze. Vormerken, er kommt auf die Liste von denen, die wir im Vulkan gleich brennen lassen. Absolut, ich habe hier eine kleine Liste und schreibt nicht so schnell im Chat, ich werde mir alle eure Namen aufschreiben, die als Ketzer gelten. Jetzt, wir könnten uns auch noch anzeigen lassen, wo Eisen ist. Drei Barbaren besiegen wäre der Bonus, um da schneller zu gehen. Ich würde erstmal Bergbau und Keramik auf jeden Fall machen, da braucht man keine Eureka, die kann man nicht beschleunigen. Keramik brauchen wir ohnehin auf dem Weg zur Astrologie. Klar, wenn wir ganz viel Glück hätten, hätten wir plötzlich ein Eisenvorkommen neben uns. Aber es ist eher unwahrscheinlich und wir müssen auch keinen Regenwald entfernen. Ich würde gerne hier hingehen, Matze. Ja, halte ich auch für am sinnvollsten. Erstens ist die Forschung für uns sowieso wichtig. Und zweitens liegt sie auf dem Weg zum Heiligen Bullen. Das ist Priorität. Und jetzt wollen wir heilige Latschen haben, nach Möglichkeit. Ich wünsche mir heilige Latschen vom Bullen. Eine Aufklärungseinheit. Ich hätte auch gerne Jesus-Latschen bekommen. Der wird ausgestellt als Reliquie in der Hauptstadt. Stattdessen bekommen wir ihn hier. Wir könnten ihn allerdings auch opfern und dann behaupten, seine Gebeine seien göttlich und könnten die dann irgendwie oder sein Leib einbalsamieren und sagen, das ist unser erster Prophet. Matze, wäre das nicht ein Job für dich? Einbalsamiert in unserer Hauptstadt, in den nächsten Jahrtausenden ausgestellt zu werden im Palast. Ach, ich weiß nicht, das wird mir da so schnell langweilig, glaube ich. Also, ich würde das gerne als, weiß nicht, als Los für den Chat weitergeben, wer einbasalbiert werden möchte. Irgendwie, also als Gewinnspiel könnten wir das doch machen. Das wäre, glaube ich, für die Leute viel spannender, als mich einbasalbiert zu sehen. Ja, menschlich verständlich, dass du das sagst, inhaltlich allerdings fragwürdig. Ich frage mal ganz kurz den Chat, wenn wir Matsuman einbalsamieren, was glaubt er, wie viele Tourismuspunkte Matsuman im Late Game bringen kann? Was glaubt ihr, wie viele Tourismuspunkte bringt ein frühzeitig einbalsamierter und im Palast ausgestellter Matsuman unseren Byzantinern im Late Game? 10, 1, 10.000, minus 3. 17. Ja. Die Minuspunkte schreibe ich mir auch auf. Ihr seid alle ganz hoch oben auf der freiwilligen Liste für die Menschenopfer, die noch kommen werden. Eine Runde weiter. Eine Beförderung hier vorne für den Kollegen. Über Hügel bitte schneller laufen. Eine Runde weiter und in hier oben beobachten bitte. Maximal einen Punkt, weil du seist ein Plagiat dann, meint Penhalunke, weil du seist gar nicht der echte Jesus. Stimmt das, Matze? Jetzt bin ich enttäuscht. Dass man mich so schnell enttarnen kann, hätte ich nicht gedacht. Ich bin enttäuscht und überrascht, dass es überhaupt möglich ist. Also in Nähe des Naturwunders Stadt zu bauen wäre... Wir haben doch immer keine Nachbarn entdeckt, Matze. Wo sind die denn? Haben wir überhaupt KI-Gegner oder verstecken sie sich alle, weil sie Angst haben vor dem Heiligen Bullen? Kann es sein, dass ich vergessen habe, die Partiestart zu aktivieren? Wo sind die Stadtstaaten? Wir haben keine Stadtstaaten, Matze, bislang. Wir hatten alle von diesen Vulkanausbrüchen vernichtet worden. Ist mal im Ernst, wir spielen doch mit 9 Stadtstaaten. Wir spielen auf einer kleinen Zufallskarte. Wir haben um uns herum systematisch alles abgegrast, mit 3, jetzt schon mit der 3. Einheit. Und wir haben jetzt noch immer keinen einzigen Stadtstaat getroffen. Ja, das geht mit Hexerei zu. 4 Geländefelder gedüngt, unser Späher fast tot, Betonung liegt auf fast. Wer für mich arbeitet, muss bisweilen auch mal ein paar Lebenspunkte verbrauchen. Ein Bonusdorf 4, hier stellen wir ihn hin und parken und heilen ihn. Vulkane explodieren immer häufiger hier. Da ist er. Der erste Stadtstaat, Akkad, ein militärischer Stadtstaat. Bonus, Kavallerie
Also bestimmte Angriffe, die man durchführt von bestimmten Einheiten, sind verheerend gegen Stadtmauern, verheerender als sonst. Für uns wahrscheinlich kein relevanter Bonus. Wir waren der erste Stadtstaat, der die kennenlernt, bekommen einen Gratisgesandten und das bekommt auch, führt dazu, dass wenn wir eine Einheit bauen in der Hauptstadt, einen Produktionspunkt dafür geschenkt bekommen. Das ist so einer der schwächsten Startbonusse, die es überhaupt gibt für Stadtstaaten. Mit anderen Worten, das ist keine Tat des Heiligen Bullen gewesen. So, hier oben einmal aufdecken oder einmal heilen. Natürlich einmal aufdecken. Bin zu neugierig, was wir hier finden können. 40 Gold. 115 Gold. Könnte man damit irgendwas shoppen gehen, Matze? Nee. Könnten demnächst, wenn wir plus 5 jede Runde erwirtschaften, irgendwann mal einen Handwerker kaufen, einen Siedler in einer neuen Stadt, ein Monument, irgendwas in der Art. Jetzt ziehen wir erstmal das Monument durch. Der soll erstmal heilen, bevor wir den weiterziehen lassen. Und wir suchen ja gute Standorte für Städte. Ich würde eher hier unten jetzt gerne reinlaufen und zurücklaufen. Wir haben die Beförderung, mit der auf Hügeln flinker unterwegs ist. In 3 Runden der dritte Bürger hier. Warum wir das Monument bauen? Damit wir kulturelle Forschung haben und damit sich unsere Kulturgrenzen der Stadt ausdehnen. Deshalb. Sehr schön formuliert von 03er. Der Heilige Bulle gibt, der Heilige Bulle nimmt auch wieder. Matzmann, aber es ist doch schon verrückt, dass wir nur einen Stadtstaat gefunden haben, jetzt bis Runde 16 und noch keine Nachbarn, ne? Das ist erstaunlich, ja. Die verstecken sich. Vielleicht sind sie alle auf einem anderen Kontinent gelandet. Ich kann es mir noch nicht erklären, wo sie sind, aber nicht durch Wahrheit, der Heilige Bulle, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Bulle ja. Weiß schon, was er tut. Viel Platz zum Siedeln, Rollingson. Ich will mich auch keineswegs beschweren, ganz im Gegenteil. Jetzt können wir die erste Regierungsform einsetzen. Vorher, Tipp, den ich grundsätzlich gebe, bevor man über Politikkarten eine Entscheidung trifft, welche man nimmt und welche nicht. Vorher immer erstmal sich überlegen, was ist die nächste Forschung und wie lange läuft die. Wir müssen auf jeden Fall schnellstmöglich in die Klassik. In der Klassik gibt es die erste coole, erste Regierungsform. Wo die sein wird, wissen wir nicht. Wir spielen mit zufälligen Forschungsbäumen. Alle laufen auf jeden Fall. Die meisten laufen über die 3. Die laufen hier vorne, über den obersten Eintrag. Ja, fast alle. Könnte natürlich auch hier vorne sein, aber das ist im Zweifelsfall die wichtigere Forschung, die hier vorne. Dafür würden wir reingehen ins frühe Reich. Hat auch den Vorteil, dass man Siedler schneller bauen kann. Regierungsplatz könnte cool sein, den früh zu haben, aber die Siedlerkarte finde ich eigentlich sehr angenehm. Lass uns das mal machen. Hier mal reingehen, Matze. Ja, wir wollen ja auch weitere Städte gründen. Insofern ist das auch inhaltlich durchaus gerechtfertigt, was wir machen. Das einzige Doofe ist, wir würden eine Inspiration bekommen, also 40% der Forschungspunkte geschenkt bekommen, wenn wir diesen Bonus hier auslösen und das triggern. Lass die Bevölkerung unserer Ziff auf 6 Bürger wachsen. Wir haben im Augenblick 2 und wir wachsen in ganz langsamem Tempo. Das heißt, wenn wir das jetzt, also diese Inspiration können wir knicken. Deshalb könnte man auch was anderes anforschen, aber ich glaube, die dauert so lange, ich würde auf die gar nicht hoffen, ich würde das hier durchziehen. Black Panther, ja. Danke fürs Abo verschenken an unseren Pierre. Hallo Eisdrache. Kolfin, danke fürs erste Abo. Schön, dass du hier bist. Bärpost, danke fürs 34. Produktion wählen. Wir haben 2 Speer. Die kosten keinen Unterhalt. Wir haben ein Monument. Wir können noch kein Gebäude bauen. 3 Runden Zeit. Wir haben die Weiden aufgedeckt. Mein Vorschlag wäre, wir schalten die Pferdeweide, holen wir uns und wir holen uns die Wildressource. Bauen da ein Lager drauf, hier unten bauen wir eine Weide drauf. Weide gibt einen Produktionspunkt mehr. Das Jagdlager bringt 2 Gold mehr, Matze. Oder einen Siedler und schnell die nächste Stadt gründen. Für den Fall, dass wir den Siedler nehmen, lass uns mal überlegen, wo wir
einen coolen Platz hätten für die nächste Stadtmatze. Sehr gerne. Gerne am Fluss natürlich. Dort, wo es dunkelgrün ist, haben wir tendenziell guten Wohnraum. Und wird ja auch hier viel überschwemmt. Das heißt, es werden auch gute Erträge dort kommen. Ja, wir haben hier noch nicht genug aufgedeckt. Ich zeichne mal auf gut Glück, auf Verdacht etwas ein. Weil Gips im ersten Ring ist jetzt gar nicht so wichtig für die Ressourcen, aber funktioniert sehr viel Nahrung. Problem ist hier die Produktion. Produktion bekommt man über Weide ein bisschen und über die Mine im zweiten Ring. Wälder hier im zweiten Ring drin. Die Stadt würde häufig überschwemmt, hätte vielleicht auch Bevölkerungsverluste, aber würde die wahrscheinlich kombiniert bekommen. Das ist ein Vulkan. Oh, zweiter Ring. Ich dachte, das wäre ein Berg, ein normaler. Was hältst du denn, ein bisschen weiter in den Osten zu ziehen, in Richtung des Sees, dort auf gleicher Höhe, wie jetzt die Stadt ist, wo wir sehr starke Nahrungserträge haben und auch Produktion uns holen können über die Wälder, über die Steinbrüche, Weiden? Du meinst hier, auf dem Dreier-Überschwemmungsfeld, das spät überschwemmt wird, dann aber doch... Das drumherum früher Überschwemmungsfelder hat, das sehr viel Nahrung hatte aller Orten. Der Steinbruch bringt Produktion. Luxusressourcen haben wir hier keine in der Nähe. Wir haben auch keine Berge, um irgendwelche heilige Städten mit coolen Nachbarschaftsbonussen zu gründen. Wir könnten ja wahrscheinlich zentralen Unterhaltungskomplex setzen, aber auch da hätten wir kein geniales Feld. Es ist ein bisschen mau, was Luxusgüter angeht, so allgemein, ne? Habe ich den Eindruck. Mhm. Im Chat wurde gefragt, wo Riffe sind. Das ist eine gute Frage. Da kann man gut Campus-Distrikte nebensetzen. Einer hier vorne. Daneben könnte man einen Campus setzen mit einem Zweier-Nachbarschaftsbonus. Wir haben echt kaum Berge hier. Das ist schon krass, ne? Ja. Hier links ist zwar ein Berg, aber einer der beiden Berge ist ein Vulkan. Wir könnten ein bisschen weiter in Richtung Küste ziehen, da gibt es zumindest Perlen, aber die sind dann auch erst im, weiß ich nicht, im zweiten oder im dritten Ring zur Verfügung. Aber das könnte man machen, wenn wir heiß drauf wären auf die Luxusressourcen. Mhm. Was mir ein bisschen Sorge macht, sind diese sehr, sehr frühen Überschwemmungsgebiete hier vorne. Die werden in diesem Modus sehr früh halt greifen hier. Also wenn wir die Perlen haben wollen und den Wein, beide bekommen wir nicht über Bullsankt. Wein bekommt man irgendwann auch im vierten Ring über Bullsankt, aber erst ab dem späten Midgame, wenn die Grenzen sich komplett ausgedehnt haben. Das heißt, hier eine Stadt zu gründen, die beide Luxusressourcen anschließt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Das sollte auf einem dunkelgrünen Feld sein, weil das ist halt komplett guter Wohnraum dort. Das ist aber auf diesen Feldern schwierig, weil die so frühzeitig überschwemmt werden. Das Feld hier unten, wo der Pin ist, ist wiederum zu weit entfernt von den Luxusgütern. Was würdest du eventuell halten von dem Dreier-Überschwemmungsring, um den im Augenblick meine Maus kreist? Ja, also ich persönlich habe nicht so viel Angst vor diesen Überschwemmungsfeldern, weil wir das in der Regel schaffen, bis dahin auch Hochwassersperren zu bauen, mit denen man sich schützen kann, auch in dem Apokalypse-Modus, in dem wir sind. Fände ich das jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass wir das hinbekommen. Die Position mit deinem Cursor finde ich insofern weniger spannend, weil wir da weit weg sind von diesen Vierer Nahrungsfeldern. Also du weißt, WB, ich futter gerne. Ich bin gerne satt und diese Viererfelder finde ich irgendwie cool, zumindest im zweiten Ring vielleicht zu haben. Also vielleicht nicht auf dem Dreierfeld, aber vielleicht, ich sag mal, angrenzend an dem Dreierfeld auf einen der dunklen grünen Ringe, sodass wir immer noch an die Luxusressourcen kommen. Also du meinst, auf dem, also nochmal zur Erinnerung, im Apokalypse-Modus erzeugt man auch dadurch CO2, Kohlendioxid, was dazu beiträgt, dass der Meeresspiegel steigt, dass man den Modus aktiv nutzt. Das heißt, wenn man Seher hat, die Einheiten in einen Vulkan reinschmeißen, um die Seher zu befördern und zu boosten, entsteht jedes Mal eine gewisse Menge Kohlendioxid. Auch wenn wir eine Naturkatastrophe auslösen, zum Beispiel einen Wald abfackeln oder irgendwas anderes machen, erzeugen wir dabei CO2. Das heißt, wir spielen schon auf einem... Normalerweise steigt der Meeresspiegel schon flott,
Normalerweise ist man auf Gotthard schon relativ spät erst dran mit Forschung, Hochwasser, Schwemmen, Sperren und so weiter. Und da hatte ich, ja, also ich finde es, aber und du bist der Meinung, das geht schon irgendwie gut, oder? Ja, also ich bin Optimist. Ja, also. Ja, dann mache ich leider Votum. Bei mir geht's. Ich baue keine Stadt in dem Modus auf dem Einerfeld. Dann bleiben die Dreierfelder übrig. Oder halt eines der anderen halt hier. Wir könnten sogar sagen, wir bauen relativ dicht an Bullsankt ran, weil wir hier oben auch spannende Felder haben, hier vorne, die viel genutzt werden. Die Berge sind gar nicht so viele und die kann man alle problemlos nutzen. Ich könnte mir sogar vorstellen, eventuell hier eine Stadt zu gründen, hier drauf, wo das ganz, ganz eng ist. Aber dann hätten wir daneben auch schöne Felder, die schnell was geben, hätten im zweiten und ersten Ring die beiden Luxusgüter. Normalerweise baue ich nicht so eng, aber wir haben auch was davon, wenn wir möglichst viele von unseren Spezialdistrikten bauen. Vom Hippodrom, dann haben wir jedes Mal eine Gratis-Einheit, die keinen Unterhalt kostet. Und die jede weitere Stadt, jeder Hippodrom bringt uns ja drei Annehmlichkeiten. Normalerweise versucht man relativ wenig Städte zu gründen, weil man Annehmlichkeitenprobleme bekommt, unter anderem. Und mit unserem Spezialdistrikt, der so schnell baubar ist, in jeder ersten Stadt sofort ein Hippodrom gebaut, drei lokale Annehmlichkeiten, kann man das durchaus machen, ein bisschen enger zu bauen. Findest ja, du aber also komisch, die Stadt oder? Wird nicht, die wird nicht sehr schnell, also wir werden erstmal ein bisschen Probleme haben, denke ich mir, was den Ausbau der Stadt angeht, was Wohnraum angeht. In dieser Stadt, weshalb das mit der Nahrung dann so ein bisschen zwar nett ist, dass wir da jetzt die Nahrung haben, aber auch sehr schnell begrenzt sein wird. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht die Weide kaputt zu machen. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, die Stadt mit dem Aquädukt zu boosten, mit dem See, der dort unten ist, um dort zwischen was zu machen. Wenn immer noch eine Reichweite von den Luxusressourcen. Ja, wir wissen allerdings nicht, entschuldige bitte, ob der Hafen oder das Aquädukt, was davon früher kommt im Spiel, weil wir mit den zufälligen Forschungsbäumen arbeiten. Das ist richtig. Wenn wir Pech haben, kommt der Hafen vorher. Wo der, wenn der Hafen vorher wäre, wäre der Hafen vorher halt da. Das hier vorne ist ja das Riff. Daneben, also es wäre sehr naheliegend, hier einen Campus hinzusetzen. Und das wiederum könnte ein Argument dafür sein, deinem Rat zu folgen. Hier die Stadt hinzusetzen, auf die Weide drauf, Stadtzentrum hier hin. Hier das Aquädukt daneben hin. Hier den Hafen hin. Dann hätten wir hier ein. Kann man Hafen auf Riffe bauen? Kann man gar nicht bauen. Okay. Dann ist der Plan auch schon wieder weg. Ist das doof. Wobei der Hafen ja auch oben hingehen könnte. Ne? Also es ist jetzt für den Campus nicht schlecht. Und ja, das wäre ein Zweier-Campus hier vorne halt. Mit dem Aquädukt hätte man auch hier einen Dreierring dann halt. Ne? Genau. Den Hafen würden wir dann hier vorne hin platzieren. Wir hätten für den einen Vierer-Nachbarschaftsbonus, denn wir hätten zwei durch die Stadt. Zwei Nachbarschaftsbonus durch für den Hafen. Der hätte einen Dreier-Nachbarschaftsbonus, der Campus hier vorne, zwei durchs Riff. Einen durch die beiden Bezirke daneben hin. So könnte man es machen, ne? Das wäre allerdings vielleicht nicht die erste Stadt, die wir gründen. Die würden wir vielleicht erst dann gründen, wenn Hafen oder Aquädukt auch freigeschaltet sind. Die nächste Stadt würden wir dann hier links planen. Das heißt, das könnte die Stadt Nummer 2 werden, zum Beispiel. Die wir ab jetzt bauen. Hafen hat 3 durch die Perlen. Danke für den Kommentar im Chat. Bonusressource oder Luxusressource daneben bringt einen weiteren Nachbarschaftsbonus. Danke an Primus und an Terence Spencer. Und an Rudi. Alex, danke fürs Abo hier. Couchpanda, danke fürs 19. Jetzt haben wir uns ein bisschen verzettelt, Matze. Also sagen wir mal, wir würden die Stadt hier vorne gründen. Was würden wir hier, wo würden wir die nächste Stadt hier links machen? Vielleicht müssen wir hier erstmal mehr aufdecken. Lass uns doch mal mit dem Speer, den wir hier haben, nach links ziehen. Und hier mehr aufdecken. Ja, ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Ich meine, wir haben ein schönes Naturwunder etwas weiter im Süden. Ne? Also wenn wir
südlich vom Fluss gründen würden, könnten wir davon was abgreifen. Könnten wir eine heilige Stätte vielleicht daneben setzen. Wir decken mal mehr auf. Hier haben wir ein bisschen erfolgreich gepuzzelt. Monument ist da. Siedler kann man jetzt machen. Ich würde dazu neigen, wir machen erst die Handwerker. Die beiden Modernisierungen sind zwar jeweils im zweiten Ring neben den Vulkanen, aber es wird halt helfen. Es wird eine Produktion und 2 Gold mehr geben. Ich würde das jetzt schon mal machen. Wir haben eh keine Sichtbarkeit. Oder Krieger können wir auch schon mal machen. Damit wir hier ein Minimum an Verteidigung haben. Handwerker oder Krieger? Handwerker. Politikplatz füllen. Mehr Kampfstärke gegen Barbaren und wollen ein frühes Pantheon haben. Gottkönig, einen Glaubenspunkt hier. Und ja, die Frage wird gestellt, was man kaufen kann. Wir könnten einen Handwerker kaufen, das wird aber nur eine ganze Weile dauern. Und ein dritter Speer zu kaufen, wäre Quatsch. Eine Runde weiter. Jetzt kommt auch der dritte Bürger dazu. Ziehen wir mal links lang. Der ist beinahe ausgeheilt. Wir können oben mal auf Barbarensuche gehen. Der muss leider... Wir haben plus 5 Kampfstärke gegen Barbaren. Aber das hilft uns gar nichts. Der ist gleich Geschichte. Wir versuchen ein bisschen hier Deckung noch abzubekommen. Der ist gleich weg, der Speer. Ich wechsle mal von Handwerker auf Krieger. Dritter Bürger ist in der Stadt drin. 2 Nahrung, 1 Produktion. Wir wechseln mal auf 3 Nahrung. Dann wird der nächste Bürger in 8 Runden statt in 11. Oder nächste Runde hier auch in Weidenfeld dazukommen und machen nochmal eine Runde weiter und hoffen, dass vielleicht der heilige Buller Blitz und Donner niederfahren lässt, um einen der Krieger zu töten. Das wäre das Einzige, was mir gerade einfällt.